Es gibt offensichtlich ein bisschen Verwirrung, was die vielen Methoden und Begriffe angeht, mit denen ich arbeite. Deswegen möchte ich euch kurz nochmal einen Gesamtüberblick über das geben, was ich eigentlich tue. Und das geht natürlich nur als Zusammenfassung. Aber damit ihr nochmal die Begriffe habt, warum ich das so und so organisiert habe, einfach vielleicht auch für neue Menschen, die zum ersten Mal hier in dem Netzwerk sind, zum Überblick, damit das nicht zu so viel Verwirrung führt. Alles, was ich mache, dient letztlich neben der Absicherung meines Lebens natürlich, der finanziellen Absicherung, ausschließlich dazu, die Menschen und die Gesellschaft als Ganzes zu heilen und zu transformieren und vor allem dabei unabhängig von Spezialisten zu machen, wie mich, unabhängig von Spezialisten wie Traumatherapeuten und spirituellen Lehrern und Erleuchteten. Wir müssen dahin kommen, dass wir uns als Menschen, als Gruppen selbst in die Regulation und in die Transformation bringen können, weil dieses Format, jemand möchte Hilfe, eine Gruppe möchte Hilfe und wir brauchen einen Spezialist, funktioniert nicht, weil wir zu viele Menschen sind. Wir können nicht für jeden, der in Not ist und für jede Gruppe, die eine Transformation anstrebt, einen Spezialisten bereitstellen. Das funktioniert nicht, dieses Modell. Nicht für alle. Das heißt, wir brauchen was Neues und da führt meine Arbeit hin. So, wie läuft das jetzt? Also, es geht darum, den Gesamtkontext zu verstehen, was hier passiert, wie der Weg aussieht aus meiner Sicht. Und ich habe jetzt das mal eingeteilt in Methoden, also Techniken, Methoden und Formate. Bei den Methoden gibt es welche, die habe ich selber entwickelt und ich biete auch welche an, die habe ich nicht selber entwickelt, die stammen von den Traumagrößen und den Größen aus der Spiritualität. Also fangen wir damit an, mit dem, was ich entwickelt habe, an Methoden. Und das wiederum entspricht einer Hierarchie. Das heißt, von einfachen Dingen, die jeder machen kann, in ganz vielen Situationen, hin zu komplexer Traumaarbeit, bis hin zu spirituellen Methoden, wo es letztlich nur noch um Energielenkung, um Bewusstsein geht. Und das ist wirklich wie hierarchisch angeordnet. Es geht los mit dieser Frage, wie fühlst du dich jetzt? Das ist ein Mittel, was in sich abgeschlossen ist. Nur diese Frage, wie fühlst du dich jetzt? Wie fühlen sie sich jetzt? Diese Frage immer wieder zu stellen, vor allem in öffentlichen Begegnungen. Ja? Also wie gesagt, ich kann das jetzt hier nur anreißen. Zu allem, was ich jetzt hier sage, findet ihr Videos, wo das ausführlichst alles erklärt wird. Das ist das, wo man einsteigen kann. Dann das nächst, wie soll ich sagen, kompliziertere oder aufwendigere ist das ehrliche Mitteilen im Zusammenhang mit dem lokalen Gruppenprojekt. Da geht es darum, einen tatsächlichen Austausch herzustellen, indem ich meine drei Erlebnisebenen, Gedanken, Emotionen und Körperempfindungen einem anderen Menschen mitteile, mit Abstand. Das heißt, ohne dass ich mit diesen Erlebnisebenen identifiziert bin und der andere hört nur zu. Und das wiederum ist Teil des Selbsthilfenetzwerkes lokale Gruppen. Da geht es um Selbsthilfe. Das hat alles noch nichts mit Traumaarbeit direkt zu tun. Wir sind also im Bereich von Selbsthilfe, von den Dingen, die jeder, egal in welcher Situation er ist, selber auf eine sichere Art anwenden kann. Und das gilt natürlich auch insbesondere für Paare, für Freundschaften, also überall, wo schon sichere Bindungen vorhanden sind. Dort kann jeder mit dem ehrlichen Mitteilen anfangen, das üben und wenn er sich an das Format hält, wie ich das vorgegeben habe, dann wird er zwangsläufig mit mathematischer Gewissheit eine Transformation durchlaufen. Dann geht es zu den Methoden, die ich entwickelt habe, um wirklich Traumaarbeit zu machen oder Lebenshilfe anzubieten, wo ich als Gopal eben erforderlich bin und anwesend bin und das leite. Das ist einmal das TFM, das sind also Transformationsgruppen, wo eine Gruppe sich trifft und vorne stehen zwei Stühle zum Beispiel und jeder, der etwas besprechen möchte, kommt nach vorne und spricht mit mir in einer Art Einzelsitzung. Und alle anderen Besucher oder Teilnehmer schauen zu und können dann davon auch profitieren. Und dabei geht es dann wirklich um wirklich Arbeit, die ich mache mit meinem Background, mit demjenigen. Das geht also über das ehrliche Mitteilen hinaus. Und ich spreche dabei eben mit Schichten, die demjenigen vielleicht nicht so bewusst sind und
helfe damit, das ganze Nervensystem neu auszurichten. Und da geht es im Prinzip immer nur um zwei Aspekte, nämlich den Zustand im autonomen Nervensystem, das heißt die Neurophysiologie und das, was sozusagen im Verstand, im Kopf als Geschichte, als Identifikation und so weiter abgelegt ist. Um diese zwei Komponenten geht es dabei. Das ist das, was dieses Körper-Geist-System ausmacht. Dann noch eins weiter ist Floating. Das ist eine eigenständige Methode, die ich entwickelt habe, wo es darum geht, dass ganze Gruppen in die Regulation kommen. Auch da bin ich oder jemand eben als Therapeut erforderlich. Ich habe dazu ein ganzes Buch geschrieben. Das zweite Buch handelt nur von dieser Methode Floating, die noch ein Tick effizienter ist als die TFM-Gruppen, weil es da zu einer direkten Konfrontation mit unseren Projektionen und damit den physiologischen Zuständen kommt. Und deswegen ist auch ein erfahrener Therapeut notwendig, der das anleitet. Da begegnen sich also zwei Menschen in einer Gruppe und teilen sich ihre Projektionen mit. Und durch dieses Mitteilen lösen die sich auf. Und das ist natürlich ein heikler Prozess, weil wir uns damit in sozusagen auch physiologisch in die Erfahrungsräume der Kindheit begeben, die als lebensbedrohlich erlebt wurden oder sogar lebensbedrohlich waren. Also Floating ist das Effizienteste, was ich anbiete, was den Bereich Traumaarbeit angeht. Dann noch einen Schritt weiter. Ja, da geht es dann um das Spirituelle. Ich mache auch spirituelle Beratung, vor allem für Unternehmen als Ganzes. Das heißt, Unternehmen, die in der neuen Energie eben, wie soll ich sagen, drin sein wollen. Ja, das ist ja auch ein Riesenschritt, ein ganzes Unternehmen in die neue Welt zu bringen, in dieses neue Bewusstsein. Ich biete das auch an für VIPs, für Prominente. Gibt es ab und zu, dass sich Menschen melden, die das nicht öffentlich machen wollen, die auf keinen Fall sichtbar werden wollen damit. Und das gilt auch für Politiker und auch ganze Organisationen. Und dann gibt es eben noch das, was ich Lichtbündelung nenne, wo es dann um Energielenkung geht von Gruppen, wo überhaupt kein physischer wo keine physische Zusammenkunft notwendig ist. Also das sind so wie das jetzt mit dem RKI zum Beispiel stattfindet, das sind also Dinge, die in den spirituellen Bereich gehören. Also wir haben drei Bereiche, drei Methoden. Selbsthilfe, diese Frage, wie fühlst du dich jetzt? Das ehrliche Mitteilen, das lokale Gruppenprojekt gehört zu dem Bereich Selbsthilfe, ist kein Therapeut erforderlich. Dann haben wir den Bereich Traumaarbeit mit TFM und Floating. Da bin ich oder ein Therapeut ist zwingend erforderlich. Das ist Traumaarbeit. Und dann haben wir eben den spirituellen Bereich, den Bereich der Energielenkung, wo es um Bewusstsein geht, um Achtsamkeit, um, wie gesagt, Energielenkung. Das hat nichts mehr mit Traumaarbeit zu tun, sondern gehört zu dem spirituellen Bereich. So, das ist der Überblick, der Gesamtüberblick und von den Dingen, die ich entwickelt habe. Dann biete ich Methoden an, die ich selber nicht entwickelt habe, sondern von hochkarätigen Spezialisten stammt. Da wäre zum ersten zu nennen TRE, Tension and Trauma Releasing Exercises. Das wurde von David Berzelii entwickelt. Das ist eine Körpermethode, ja, um speziell Schocktraumaarbeit zu leisten. Und das Besondere daran ist, dass man das nach einer Einführung auch alleine weitermachen kann, was normalerweise nicht der Fall ist. Wie SE zum Beispiel kann man schlecht alleine machen. Ich bin da drin ausgebildet, darf das anbieten, bin ein zertifizierter Provider. Dann geht es um NARM, Neuroaffective Relational Model von Lawrence Heller. Das ist ein Einzeltherapieverfahren zur Lösung von Entwicklungstrauma und Bindungstrauma. Bin ich noch in der Fortbildung, die ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt, ich bin noch zum Zeitpunkt dieses Videos hier noch kein zertifizierter Anbieter, aber es wird hoffentlich dann im Mai soweit sein. Das werde ich dann auch anbieten. Und das dritte ist Tibetan Pulsing. Das ist was ganz Esoterisches und ganz Komplexes. Möchte ich jetzt gar nicht anfangen, das zu erklären. Würde nichts bringen. Könnt ihr euch selber informieren, googelt. Das ist entwickelt worden von Shantam Diraj im Osho-Umfeld. Also das waren die drei Methoden, die ich anbiete, die nicht von mir entwickelt wurden. Die Formate, was gibt es für Formate? Es gibt Einzelsitzungen, es gibt Paararbeit.
Ja, Paararbeit ist ganz wichtig, weil das die kleinste Einheit ist, in der sich Menschen begegnen und wo Transformation möglich ist. Weil Transformation gibt es nur in der Begegnung, in Beziehung. Deswegen sind Paare der erste Ausgangspunkt für eine Transformation der Gesellschaft. Es gibt Gruppenabende, Gruppenveranstaltungen, es gibt Retreats. Ja. Ich mache Supervision, es gibt nicht physische Formate, Stichwort Lichtbündelung. Und das Ganze gibt es natürlich auch über Zoom, übers Internet. Und so, jetzt muss ich mal gucken, ich habe mir das aufgeschrieben, wenn ich sicher bin, dass ich alles genannt habe. Ja. Genau, Demo-Auftritte gibt es auch noch seit neuestem, wo ich dabei bin, diese Dinge, die ich hier besprochen habe, die normalerweise bisher immer nur in abgeschotteten Seminarräumen und hinter verschlossenen Türen stattgefunden haben und von einzelnen Menschen gemacht wurden, die dafür bereit waren, dass das in die Öffentlichkeit kommt und Teil der Gesellschaft wird. So, also das ist der Überblick zu meinen Tätigkeiten hier auf dieser Erde. Und ihr findet zu allem ausführliche Videos im Netz, wo ich das alles ausführlichst beschreibe. Die zwei Bücher, die ich geschrieben habe, da auch da drin findet ihr detaillierte Beschreibungen. Insbesondere das erste Buch würde ich euch empfehlen, damit ihr auch vor allem alleine weitermachen könnt, damit ihr einfach nicht von mir abhängig werdet, weil das ist das Letzte, was ich will, dass ihr euch von mir abhängig macht. Das wäre keine gute Entwicklung, sondern ihr müsst in die Selbstständigkeit kommen. Das müssen wir als Menschen schaffen, als Einzelne und wie gesagt, irgendwann dann auch als Gruppe und irgendwann dann als Menschheit. Die Lösung ist also nicht, dass ein Spezialist oder eine Führungsfigur unsere Probleme löst, sondern dass wir lernen, uns in einem Gruppenfeld zu bewegen und darin die Probleme zu lösen, ohne Hierarchieaufbau, ohne Machtkampf, ohne Konfliktinszenierung. Und das geht eben erst, wenn die Bindungsthematik, die Bindungstraumathematik in weiten Teilen der Gesellschaft gelöst ist. Gut, soweit zum Überblick. Ihr findet das auch nochmal als Text. Ist unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch durchlesen nochmal. Und ich hoffe, dass damit jetzt die Fragen, was, wie, wo, welche Begriffe einigermaßen geklärt sind. Gut, so. Für mich geht es jetzt los nach Deutschland zur Demo-Tour. Bis bald.